Heute werde ich auch mal was in die Kamera sagen. Das mache ich sonst nie. Und vielleicht gewöhne ich mich auch noch dran, aber es geht gar nicht um mich. Es geht um das Zeiss Milvus 50mm 1.4. Ich habe das Zeiss Milvus 50mm 1.4 heute in der Hand und das habe ich mal an meiner Nikon F3 gepappt, einfach aus dem Grund, weil ich hier sehr gerne mit fotografiere und das eine ganz tolle Kombination ist, denn gerade wenn ich so ein modernes Objektiv habe, das eine solch überragende Leistung hat, habe ich natürlich auch wunderbares analoges Material. Warum sollte ich denn da ein Objektiv nehmen, was 40 Jahre alt ist, wenn ich hier auch ein modernes, recht charaktervolles, aber dennoch durchaus sehr scharfes Objektiv nehmen kann? Im Handling gefällt mir das Objektiv ganz gut. Ja, man kann die Gegenlichtblende abnehmen, wird das aber selten tun. Zum einen, weil sie sich in die Form so gut einfügt, zum anderen, weil die Leistung des Objektivs dadurch nochmal deutlich besser wird. Wir haben hier einen gummierten Fokusring, der ein wirklich sehr langen Fokusweg hat. Man kann also wirklich ganz, ganz genau fokussieren. Das ist bei Blende 1.4 auch wichtig und ist absolut nicht zu vergleichen mit einem Autofokusobjektiv, das eben auch einen Fokusring hat. Das Schöne ist, wir haben hier einen original mechanischen manuellen Fokus, also keinen Fokus by Wire. Das heißt, das funktioniert hier an dieser alten analogen Kamera genauso gut wie an der neuesten Nikon Spiegelreflexkamera. Das ist ja schon ein großer Vorteil. Blendenring ist nah am Gehäuse, findet man aber ganz gut. Ja, man kann den gut erfühlen, weil er auch wieder gummiert ist. Blendenring ist ja das große Argument. Ich kann es eben auch an andere Kameras adaptieren. Die Canon-Version hat natürlich keinen Blendenring. Da wird das elektronisch vom Gehäuse ausgesteuert. Im Handling ist es ganz praktisch. Das Objektiv ist einigermaßen schwer, aber man kann es ganz gut balancieren. Das heißt also, die Kamera, wenn die einigermaßen schwer ist, was die meisten Nikon Spiegelreflexkameras sind, setzt das Gewicht also gut in den Handballen hinein, sodass ich also nicht ständig so ein Gefühl habe, hier arbeiten zu müssen. Es ist also gerade noch gut genug und für mich gut genug, das als immer drauf zu haben. Also ich mag nicht nur das Handling dieses Objektivs, sondern eben auch die Bildwirkung, aber dazu später mehr. Insgesamt muss ich sagen, ich hatte mal 2 Jahre lang ein Otus-Objektiv und würde dieses Objektiv dem Otus tatsächlich vorziehen. Allein aus einem Grund, nämlich der Praktikabilität. Ja, das heißt, das hier kann ich immer mitnehmen. Das ist zwar nicht leicht, aber es fällt nicht so sehr ins Gewicht und in die Größe wie ein Otus-Objektiv. Ein Otus geht bis hierher und dann habe ich da noch die Gegenlichtblende dran. Das ist also 1,5-mal so groß ungefähr und auch 1,5-mal so schwer. Liefert fantastische Bilder, keine Frage. Aber wenn ich keine Lust habe, das mitzunehmen, dann liefert es mir auch keine Bilder. Denn im Schrank leistet es gar nichts, außer schön auszusehen. Ja, und da ist mir doch so ein Milvus deutlich lieber. Ist auch nicht ganz so preisintensiv. Ich kann mir Milvus holen und dann vielleicht noch einen schönen analogen Body dazu, ein paar Filme und dann kann ich losgehen. Und das macht es einfach. Dass das Objektiv einen Blendenring mit sich bringt, ist unheimlich praktisch für all diejenigen, die gerne spiegellose Systeme benutzen, die nicht von Nikon sind. Soll es ja auch geben. Zum Beispiel kann man das ganz gut an einer Fuji adaptieren, die den entsprechenden Adapter mit sich bringt. Ja, setze ich hier also auf, zack, und schon kann ich das mit meiner uralten XE1 mal ausprobieren. Das ist natürlich eine ganz interessante Kombination. So, da setzen wir es mal wieder ab. Fuji kommt hier an die Seite. Nur mal so zum Vergleich. Das hier ist ein 50mm Nikon E-Series Objektiv, Blende 1.8. Das ist ein modernes Zeiss Objektiv, Blende 1.4, auch 50mm. Der Größenunterschied ist schon enorm, insbesondere der Gewichtsunterschied. Der kommt da wirklich zum Tragen. Macht aber nichts. Mit einer wirklich angenehm schweren Kamera wie der Nikon F3 kann man das also ganz wunderbar miteinander verbinden.
Ich mochte das Objektiv während seiner Zeit hier sehr. Es ist im Grunde eins meiner Lieblingsobjektive und ich würde es tatsächlich auch dem Otus vorziehen. Was ich am Milvus 5014 mag, ist vor allen Dingen die Bildwirkung. Soll heißen, also ich mag den Übergang ins Bokeh. Es ist sehr etwas abrupter als manch andere Kollegen. Das mag ich ehrlicherweise, denn dadurch ergibt sich immer so eine leichte Plastizität. Ich bekomme also diesen berühmten 3D-Pop, den man ja Zeiss-Objektiven so gerne nachsagt, mit diesem Objektiv sehr gut hin. Nicht nur bei Blende 1.4, auch bei Blende 2, bei Blende 2.8. Da kann man also sehr gut mit arbeiten. Abgeblendet wird es immer schärfer. Bei Blende 8 hat man ungefähr den höchsten Punkt erreicht. Die MTF-Kurven kann man sich im Internet runterladen. Damit arbeite ich auch persönlich gar nicht. Ich mag vielmehr den Look, den so ein Objektiv erzeugt. Und da ist für mich das Milvus ganz weit vorn. Ganz einfach deshalb, weil im unscharfen Bereich die Lichter, also helle Flächen, ja, die sind unglaublich weich und angenehm. Das heißt, da habt ihr keine störenden Linien. Es ist nicht. Keine harten Kontraste im unscharfen Bereich. Und das ist etwas, was ich bei Zeiss-Objektiven im Allgemeinen sehr schätze. Wo ich sagen muss, also zum Beispiel andere Objektivhersteller, damit komme ich dann nicht so klar. Ja, ich bin zum Beispiel mit Fuji-Objektiven nicht ganz so zufrieden, weil sie in der Regel scharfe Kontraste oder falsch gesagt, harte Kontraste im Hintergrund aufweisen. Das heißt, wenn ich da Linien habe, senkrechte zum Beispiel, die werden recht präsent. Auch wenn das Objekt, was ich fotografiere, gerade freigestellt ist, sieht man doch immer ein bisschen Hintergrund. Das kann schon mal stören bei einem Bild, wenn man es eigentlich nicht so in der Präsenz haben will. Na gut. Wer die vorherigen Objektivreihen für Spiegelreflexkameras von Zeiss kennt, das nennen sie heute die Klassik-Reihe, der weiß, dass einige von diesen Objektiven einen 67 mm Filterdurchmesser haben. Das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Also das Makroplaner 100 hat zum Beispiel 67 mm, das 50er Makroplaner hat 67 mm. Und das heißt, man muss sich nicht so viele verschiedene Filter kaufen oder Anschlüsse für Schiebefilter beispielsweise. Und das Milvus, obwohl es hier eine völlig neue Rechnung ist, oder heutzutage ja nicht mehr neu, auch schon ein paar Jahre alt, aber für dieses Objektiv neu aufgelegt, hat Gott sei Dank auch diesen Filterdurchmesser. Und das finde ich ganz praktisch, denn ich habe noch ein paar von solchen Filtern und benutze die auch gern. Ja, zum Beispiel, also einen ND-Filter kann man hier einfach weiterverwenden, wenn man schon so in so ein System investiert hat. Und das finde ich mal ganz gut. Und den Hersteller nicht bei jedem Objektiv neue Standards setzen, also wieder noch einen anderen Durchmesser und dies und das. Leica ist da auch ganz gut dabei, die haben auch für ihr M-System fast immer die gleichen Durchmesser, sodass man da also wirklich nicht zu viele Filter mitschleppen muss. Das ist ja vielleicht bei der Monochrom ganz interessant. Ja, und hier ist es eben wieder die bewährten 67 und da muss ich sagen, das finde ich gut, wenn darauf geachtet wird. So, ich hoffe, das war einigermaßen interessant für euch. Wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten versuche ich jetzt öfter mal ein Video zu machen, es sei denn, das geht so gar nicht. Ja, ich muss mich da noch dran gewöhnen an dieses Medium. Ich bin mehr so der Schreiber bei Kimago. Ahoi.